Hallo und herzlich willkommen im Schauerland zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Outlast. Es wurde schon öfters sehr, sehr oft vorgeschlagen und ich wollte es auch schon lange, lange spielen und hatte dann aber immer irgendwie andere Projekte, die ich gerne machen wollte. Aber jetzt habe ich mich dazu entschlossen, das Let's Play zu starten und ich will auch gar nicht lang rumreden. Ich denke, viele werden das Spiel kennen. Ich kenne es überhaupt nicht. Ich werde es total blind spielen. Ich weiß, dass sehr viele und sehr gute Jumpscares drin vorkommen, deswegen schauen wir einfach mal und starten jetzt ein neues Spiel. Ich hatte ganz kurz mal reingeguckt, um die Einstellung vorzunehmen und gucken, wie ich recorde. Und wir spielen auf, ich muss einfach auf normal spielen. Normal, ist gut. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Oh ja, danke. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Ja, das klingt doch super. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst, um die anderen Journalisten einen großen Bogen machst, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Mount Massive. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Klingt nach einem super Spiel. Mount Massive Asylum. Und da sind wir auch schon angekommen in der Nervenheilanstalt. Wie wir sehen, unschwer erkennen können an unserem Presseausweis, der da am Rückspiegel flattert, sind wir natürlich ein Reporter. Ich habe es ja auch gerade vorgelesen. Ja, das Radio hat gerade gesagt, dass so ein paar Flugzeuge, Hubschrauber noch durch die Gegend fliegen. Das wäre aber alles total unberuhigend, unbeängstigend, weil das sind Schädlingsbekämpfer. Natürlich. Na, sind wir mal gespannt. Okay, 17. September 2013. Von irgendwas at Mute Mail an malsuffer@gmail. Oh, Gmail. Guck mal, der ist bei Gmail. Illegale Aktivitäten bei Murkoff Psychiatric Systems. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehen es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht. Und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Und wir sind jetzt der arme Idiot, der das jetzt aufdecken wird. Und was haben wir dafür? Ein paar Batterien. Eine Kamera. Was kann die Kamera? Wahrscheinlich Film. Ja, Film geht. Zoom. Funktioniert auch. Und Nachtsicht. Super. Ein Allround-Talent bin ich mit meiner Kamera. Voll der professionelle Filmemacher. So, ein Gewitterchen zieht auf. Das Haus sieht ja schon mal sehr nice aus. Deine Ziele werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Dort findest du eine Notiz, deine Notizen N und gesammelte Dokumente J. Notizen N, ist nichts drin. Und J, der Informant. Okay, das ist der Text, den wir schon hatten. Da finden wir also unsere Dokumente. Wir stehen jetzt hier am Eingang. Select leicht. Ansonsten ist es eigentlich flüssig. Ich höre etwas am Zaun ruckeln. Hier ist alles gesperrt. Hier kommen wir nicht weiter. Okay. Ist gerade Sonnenuntergang. Huch. Oh. Man sollte am Tor vorbeigehen.
Jetzt gucken wir mal, da ist zugesperrt. Ich teste mal eben meine Kamera. Ja, super, funktioniert, super. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt, bewege dich vorwärts oder rückwärts. Ich konnte es nicht so schnell lesen, aber ich habe es ja gerade schon mal angespielt, deswegen weiß ich, linke Maustaste vor oder zurück. So kann man langsam meine Tür aufmachen. Drücke rechte Maustaste, um einen Camcorder bereit zu machen. Ereignisse aufnehmen, die deinem Notizblock wurden Einträgen zugefügt. Drücke N, um ihn zu lesen. Okay, damit können wir Ereignisse kriegen. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab. Na super. Vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Oder mir. Hahaha. So. Notizen werden dir hinzugefügt, wenn du deinen Camcorder bereithältst, um Ereignisse aufzunehmen. Okay. Wir müssen also viel filmen, damit wir viele tolle Notizbucheinträge... Ach, warte mal, ich glaube, hier ist der Eingang. Okay. Ist doch ab und zu ein bisschen am Längen hier. Okay, warum stehen hier Militärfahrzeuge? Das ist strange. Halte Umschalt links gedrückt, um zu rennen. Rennen, ganz wichtig, um zu flüchten. Mount Massive. Eingang. Wer wohnt denn hier? Vier Klingeln, vier Leute. Der Arzt. Der Chefarzt. Nee, der Chefarzt. Der Arzt. Und zwei Helfer. Hallo? Hallo? Keiner da? Ist vielleicht auch nicht so schlau, den Vordereingang zu nehmen. Nicht wirklich. So, dann gucken wir mal... Da ist auf jeden Fall Licht. Irgendjemand ist da. Das ist schön. Gucken wir mal ein bisschen, wie wir jetzt da reinkommen. Hier ist auch abgesperrt. Was haben wir denn da so? Nichts. 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 Da ist noch ein Tor. Vielleicht kommen wir ja da rein. Dann machen wir mal ein bisschen Beeilung. Nee, ist auch abgesperrt. Ist noch nicht mal... Ist gar nichts. Eine Tür. Beleuchtet. Okay, beleuchtet ist ja eigentlich immer gut. Ich mag ja nichts, wenn es dunkel ist. Okay, tja, wir kommen leider nicht rein. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel wieder. Hat Spaß gemacht, das Spiel mit euch zu spielen. Nein, Scherz. Wir müssen natürlich irgendwie da reinkommen. Wir müssen ja rausfinden. Wir müssen unser Leben riskieren, was in diesem wunderbaren Haus passiert. Wir müssen das einfach rausfinden. So, da ist noch ein Tor. Vielleicht kommen wir ja da rein. Ach, haha, guck mal. C gedrückt halten, um in die Hocke zu gehen. Ja, und ich habe mir das Ducken wieder auf C gelegt, weil ich bin einfach kein Steuerung links gespeichert. Steuerung links Mensch. Ich bin einfach der C-Mensch zum Ducken. Ich weiß nicht, das ist seit Half-Life habe ich mir das so angewöhnt. Jetzt hör doch mal auf zu lecken hier, du Scheißspiel. Oder Aufnahmeprogramm, was auch immer. Okay, da ist zu. Was können wir denn... Ah, nee, doch nicht. Ich dachte gerade, die Legs wären weg. Das ist bisher das Gruseligste an dem Spiel. Ah, wenn der Camcorder anders wird, kannst du mit Mausrad nach oben und Mausrad nach unten hinein und herauszoomen. Aha, aha. Ja, das habe ich auch schon ausprobiert. Und da ist ein Fenster kaputt. Deswegen auch dieser riesige Gerüstaufbau, weil man dieses Fenster reparieren musste. Deswegen geht das auch einmal um die Ecke. Die Fassade wird ja scheinbar nicht damit neu gemacht. Okay, wir gehen einfach auf die Leiter zu. Ich dachte irgendwie... Nutzen drücken oder so. Musik. Drücke Leertaste, um dich während du vorwärts bewegst, über einen Abgrund zu springen. Ups. Okay. Drücke Leertaste, um nach oben zu springen. Okay, und hochziehen. Einmal nach vorne wieder. So, jetzt ein kleiner Balanceakt. Und das Spiel gefällt mir schon mal sehr gut, weil ich direkt am Anfang jetzt die Super Mario-Einlagen hier abliefern muss. Das freut mich. Dann, das war's dann bestimmt fürs Spiel. So, und wir sind...
im Dunkeln. Drücke F, während die Kamera bereithält, um das Nachtsicht auf deinem Camcorder einzuschalten. Beachte, dass dieses Nachtsichtgerät deine Batterien verbraucht. Setze es überlegt ein. Okay, also hier auch wieder Batterie sparen. Nachtsicht nur im Notfall. Drücke linke Maustaste zum Öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt. Gehen wir mal ganz leise rein. Ich glaube, wir konnten auch lehnen. Was ist denn hier für eine Scheiße? Okay, da geht's schon blutig los. Das freut ja mein Herz. Oh. Pastor Funk ist auch hier. Okay. Und er macht's wie Pastor Nolte. Und er macht's wie er wollte. Okay, das ist alles. Fernseher! Halt die Fresse. So, die Tür machen wir jetzt mal laut auf. Linke Maustaste zum Schließen. Und. Okay. Schließen sollten wir wirklich nur im Notfall. Bewege dich in Richtung der engen Stellen, um dich hindurch zu zwängen. Oh, enge Stellen. Aber wir können links und rechts gucken. Okay. Hier ist noch ein Raum. Eine Batterie. Batterie benötigst du für das Infrarotlicht deines Camcorders. Du kannst die Batterien wechseln, indem du R drückst. Okay. Hier hat einer sich wirklich kreativ ausgelebt. Linke Maus, das Öffnen, halten, linke Maus, das gedrückt. Telefon. Linke Maus, um Dokumenten zu nehmen. Okay. Gesammelte Dokumente werden in deinem Notizblock Tabulator aktualisiert. Markov 6, jetzt. Markov P Systems. Projekt Valrida. Mount Massive Co. Fall Nummer 174. Patienteninitialen WPH Billy. 14.10.2013. Erste Patientenbefragung 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht männlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston, DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik, Spirometrie ergab keine bronchialen Akkumulationen. Ach so. Hämatokrit. Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Nein. Scheiße. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmisches REM, NR-REM-Zyklen. Lachen in N-REM-Phasen. Oh, da geht's noch weiter. Bemerkung. Billig erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies bedeutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billigs Betreuung habe er die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Trager entdeckt. Anmerkung. Die einzige Person namens Trager, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Trager, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff, Psychiatrie, Mount Massive Co. Okay. Wir folgen den Spuren der Vertrauenserweckenden. Den vertrauenserweckenden Spuren. Will nicht. Please avoid contamination. Wash your hands. Oh! Da stand gerade Text, der ist mir gar nicht. Ah ja, springe mit Leertaste, um den Luftschacht zu erreichen. Ist das ein Blinddarm? Noch jemand schnell einen Darm reingezogen mit einer Coke. Think before you trash. Okay. Oh, sind die Spuren von mir?
Eben testen. Geil! Geil, painted red. Lolololololo. Wie lange halten die denn? Ich mache jetzt alles voll. Vielleicht verschwinden sie auch wieder nach einer Zeit. So, sieht ja schon viel angenehmer der Raum aus. Okay, nichts wie rein hier. Zack. Okay. Okay, da geht's nicht weiter. Die Atmung wird schwerer. Ein Konferenzraum oder so. Hier könnte man echt mal wieder drin sauber machen. Der sah aber nicht so freundlich aus. Okay. Nur hier geht's raus. Hops. Hier ist zugestellt. Es ist zugestellt. Du brauchst nicht an der scheiß Tür zu rütteln. Was haben wir denn da? Chapel, Recreation Hall, Library, Hobby. Hobby. Okay. Library. Fuck. Okay. Okay. Will ich dieses Spiel wirklich spielen? Ich hab's mir gerade anders überlegt. Too many jumpscares. Oh. Ich meine, diese kopflose Literatur, jetzt mal ehrlich. Scheiße. Oh. Oh. Gut abgehangen. Alter, wenn hier gleich irgendwas kommt und mir ins Gesicht springt, dann schrei ich. Warum haben die alle keine Köpfe? Wer steht da? Ach du. Scheiße. Was? They killed us. You got out. The Varians. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Okay, wir müssen hier raus. Ach, da sind die Köpfe. Holy shit. Holy shit. Da habe ich wohl das Spielzimmer von einem erwischt, wa? Ah, ein Torso. Oh, schon die Batterien leer. Ja, ich sollte es ja nur... Ach du Scheiße, im Notfall benutzen. Sollten wir jetzt ganz leise sein. Okay. Dricke linke Maus, lass uns... Das sieht schon geil aus. Was ist denn das für eine Grafik-Engine? Ich weiß es gar nicht. Das ist cool, dass der jetzt so Panikattacken kriegt und so. Das erinnert mich sehr an Call of Cthulhu, eines der besten Horrorspiele überhaupt, die ich auch schon längst mal spielen wollte. Warum gehe ich hier rein? Ich will da nicht rein. Aber ich muss so nötig. Oh, jetzt wieder Blutschiss am Start. Das war auch eine schwere Geburt. Oh Mann, oh Mann. Ja, ja, wieder ausmachen. Drei Batterien habe ich ja noch. Da geht's nach A205. Hier ist zu. Da ist zu. Da kommen wir durch. Jetzt gucke ich mal eben, ob wir da hinten reinkommen. Das sind aber echt alles nette Herren, die hier arbeiten. Hier möchte ich auch gerne betreut werden. Okay, da ist zu. Und da ist natürlich auch zu. Ich hätte es wissen müssen.
hier ist wieder so ein enger Gang. Little Fig. Was? Oh! Scheiße! Holy shit. Oh. And who are you then? Der Pastor. I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Proclaim the Gospel. Neues Ziel. Flieh aus der Nervenhaltigkeit. Benutze den Sicherheitsterminal, um den Haupteingang zu nutzen. Deine Ziele werden wieder aktualisiert. Okay, alles klar. Ich würde sagen... Scheiße. Wie wir hier rauskommen, das gucken wir uns dann mal im nächsten Teil an. Und ich werde dann mal auch versuchen, ein anderes Aufnahmeprogramm zu nehmen, was nicht so doll leckt. Ich weiß nicht, was hier schon wieder los ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.